Website freigeschaltet. Ich kann Sie alle dazu einladen, sich das mal anzuschauen. Es gibt weltweit keine Sammlung von Informationen über den Mond, die besser und weiter gefächert ist als diese. Wenn Sie sich das merken wollen, lunarexploration.esa.int. Sie können dann hier sich erstmal so einen Trailer ansehen und dann gibt es eine ganze Menge Informationen über alle Missionen, die bisher zum Mond durchgeführt worden, über die Technologien, die erforderlich sind, um zum Mond zu fliegen, Fragen wie In-Situ Resource Utilization und natürlich über alle wissenschaftlichen Aspekte. Da sind Clips drin von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die über Mond, über die Frage, warum ist der Mond eigentlich wissenschaftlich interessant, was können wir von dem Mond über unseren eigenen Planeten lernen, das können Sie da alles bekommen und ich kann Sie nur einladen, dahin zu gehen. Ich hatte, als mir das vorgestellt wurde, wirklich Probleme, nicht mehr davon loszureisen, leider hat man da tagsüber nicht viel Zeit dafür. Jedenfalls ist das ganz toll gemacht und würde mich freuen, wenn Sie diese Zeit mal besuchen. Mars ist dann das dritte Ziel. Hier sehen Sie den Satelliten ExoMars, der Anfang März gestartet ist und sich auf dem Weg zu unserem Nachbarplaneten befindet. Hier der Lander Schiaparelli, der dann im Oktober in die Marsatmosphäre eintreten soll, zunächst mal die Atmosphäre vermisst und zwei Jahre später soll dann von der ESA ein Rover dorthin gebracht werden. Das ist auch eine Kooperation zusammen mit unseren russischen Kollegen. Hier sehen Sie den Start mit einer russischen Proton. So muss man sagen, diese russische Proton hatte in den letzten Jahrzehnten fast jedes Jahr mal einen Fehlstart gehabt. Insofern können Sie sich vorstellen, da haben wir alle die Luft angehalten, aber das ging gut. Das ging gut auch, nachdem das Ding dann in den Wolken verschwunden war. Und inzwischen ist also ExoMars wunderbar auf dem Weg zum Mars, wird wie gesagt im Oktober dort ankommen. An den Mars umrunden die Spurengase, die sich dort in der Atmosphäre befinden, gemessen insbesondere Methan. Man hat festgestellt, dass es in der Marsatmosphäre Methan gibt und zwar mit unterschiedlichen Konzentrationen. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise dieses Methan nicht biologischen Ursprungs, sondern biologischen Ursprungs ist. Und das soll dann tatsächlich dort untersucht werden. Wir haben eine Mission, die schon seit 2003 unterwegs ist, Mars Express, die mit einer hochauflösenden Kamera die Oberfläche abscannt. Das sind Bilddaten von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die sogenannte High Resolution Space Camera. Und diese Animation, die Sie hier sehen, ist jetzt keine reine Animation, sondern die wurde auf der Basis von Bilddaten von dieser High-Resolution-Space-Kamera gemacht und gibt so uns einen Eindruck von der Oberfläche. Der Mars ist der Planet unseres Sonnensystems mit den tiefsten Canyons und den höchsten Bergen, hier Olympus Mons mit 26 Kilometern Höhe. Und man weiß, dass ExoMars, dieser Länder, bei 20 Kilometern Höhe eigentlich erst mit dem Abbremsen in der Atmosphäre anfängt, dann muss man schon schauen, dass ein Flugbahn möglichst an diesem Olympus Mons vorbeiführt und nicht dagegen knallt. Sehen Sie, also riesige Gebiete, tolle Oberflächenstruktur und das ist klar, dass es auf dem Mars mal Wasser gegeben haben muss. Und die Frage ist halt jetzt, gibt es dort vielleicht sogar noch Leben in Form von Mikroben unter der Oberfläche oder gab es mal solches Leben? Dieser Nachweis könnte vielleicht bis Ende dieses Jahrzehnts noch entstehen. Noch ein ganz kurzer Blick, was Europa eigentlich insgesamt inzwischen geschafft hat. Hier sehen Sie einen Überblick von Missionen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Landung von Huygens auf dem Saturnmond Titan in 2005. Das ist bisher die größte Entfernung zu der Erde, Himmelskörper, auf dem ein menschengemachtes Objekt gelandet ist. Dann natürlich Venus Express, die Untersuchung hier von unserem Nachbarplaneten in der anderen Richtung. SMART war eine Mission 2003 bis 2006, bei der elektrische Antriebe untersucht worden und die zum Mond gehen. Herschel-Brand Astronomie-Mission. Und das sind die Missionen, die gerade laufen. ExoMars hatte ich eben genannt, Mars Express ist noch unterwegs, macht Aufnahmen von der Oberfläche und natürlich Rosetta, stimmt natürlich nicht zu
2004, das muss 14 heißen. Ich hoffe, Sie haben das alles verfolgt. Die Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko und verschiedene Wissenschaftsmissionen. Gaia beispielsweise, eine Mission, die die Sterne in unserer Galaxis mit einer sehr großen Präzision vermisst. Und das sind die Missionen, die in der Zukunft anstehen. 2022 soll eine Mission zu den Jupitermonden geschickt werden. JUICE steht für Jupiter Icy Moon Explorer, zu Europa, Callisto und Ganymede. Und die wird 2022 starten, dann aber erst 2030 ankommen und vieles mehr. Also Sie sehen, es gibt noch tolle, herausragende Aufgaben, auch jenseits der unmittelbaren Explorationsziele. Und lassen Sie mich zumindest noch ein bisschen was zu dem Rosetta Landing sagen. Diese Landung 2014 im November, die hat in der Entfernung von etwa 500 Millionen Kilometer von der Erde stattgefunden. Und obwohl meine Kolleginnen und Kollegen am ESOC das gemacht haben und man da jeden Tag letztendlich mit konfrontiert war, für mich ist das immer noch faszinierend, dass die es geschafft haben, diesen Lander, der wurde in der Entfernung von 22 Kilometern abgesetzt. Er hat 7 Stunden gebraucht, bis er die Oberfläche erreicht hatte. Und er hat den Zielpunkt mit einer Genauigkeit von knapp über 100 Metern getroffen. Dieser Komet dreht sich 12 Stunden einmal um die eigene Achse. Also das ist wirklich faszinierend, dass das alles geklappt hat. Die Signallaufzeit nebenbei, als das stattgefunden hat, war 27 Minuten. Und das Landesignal war für 17 Uhr und 3 Minuten geplant. Und das Signal kam um 17 Uhr, 3 Minuten und 10 Sekunden. Also faszinierend. Und gut, jetzt ist er leider noch nicht einmal gelandet, sondern mehrere Male, weil die Harpunen, die das Ding verriegeln sollten, offensichtlich entweder nicht gezündet haben oder die Oberfläche zu hart war. Aber 90% der wissenschaftlichen Erkenntnisse konnten gesammelt werden mit der Energie der Batterie. Und jetzt nähert sich die Mission ihrem Ende. Sie wird Ende des Jahres dann beendet. Und auch der Orbiter, der gegenwärtig noch um den Kometen fliegt, wird dann ganz sanft auf der Oberfläche abgelegt und dann weiter den Kometen in den nächsten Jahrtausenden begleiten. So, das ist so ein Blick, den das viele noch schicken konnte. Jetzt werden Sie sagen, naja, das ist halt einfach so ein Felsbrocken. Ich finde das schon faszinierend. Dieses Bild hat das erste Mal, haben das Menschenaugen gesehen, im November 2014, die Oberfläche von diesem Kometen, das man ja so als irgendwie sphärischen, schneeballartiges Teil sich vorgestellt hat. In Wirklichkeit sah das aus wie so eine Gummiente. All das waren natürlich tolle Eindrücke, mal ganz abgesehen von der Wissenschaft. Und damit bin ich jetzt am Ende angelangt. Ich habe Ihnen jetzt nochmal einen Videoclip mitgebracht, den der Alexander Gerst gemacht hat und der Ihnen wirklich, so wie man das auch mit eigenen Augen dort oben sehen kann, mal zeigt, wie die Welt von dort oben aussieht, allerdings in Zeitraffer. Also, so schnell bewegt man sich jetzt auch nicht um die Erdoberfläche. Sie sehen hier wunderschöne die Aurora, sowohl auf der nördlichen als auch auf der südlichen Halbkugel. Und Sie werden gleich auch Teile von Europa wieder erkennen bei Nacht. Insbesondere sind dann auch Städte gut zu erkennen. Tagsüber ist das ein bisschen schwieriger. Hier sehen Sie, das ist hier übrigens kein Alien-Raumschiff, was nebenher fliegt, sondern das ist eine Reflexion. Sehen Sie, dass auch nachts die Solarpaneele weitergedreht werden. Alexander und die Crew waren eben gerade dort an Bord, als sehr intensive Sonnenaktivität war, beziehungsweise diese Teilchen die Erde getroffen haben, das Erdmagnetfeld getroffen haben. Und dann diese wunderschönen Leuchterscheinungen erzeugt haben. Und der Alexander kann das natürlich viel besser erklären, weil er hat das erlebt, wenn man da durch dieses Licht durchfliegt. Das ist beeindruckend. Hier ist eine Dragon-Kapsel angekommen, die dockt nicht selbst an, sondern die wird mit diesem Robotikarm eingefangen und dann manuell angedockt.
Und das Gleiche macht auch die Cygnus, das ist eine andere Katze. So, hier sind wir jetzt über Europa. Mich kurz orientieren, wenn man den Anfang nicht mitbekommt. Hier. Paris auf der rechten Seite, links ist London. So, jetzt sind wir wieder weg. Das war schnell. Ne? Ist was für ein Geografieunterricht. Aber ich kann Ihnen versichern, wir sind da gerade über, wir sind über den Kanal geflogen. Hier sehen wir Italien. Ich denke, den Stiefel können Sie erkennen. Hier Griechenland, links ist Zypern. Die Sinai-Halbinsel, rechts das Rote Meer, links der Persische Golf. Und ich muss sagen, diese Kameratechnik, die hatten wir noch nicht oben. Diese Kameras, die heute an Bord der Raumstation sind, handelsübliche Kameras, die aber eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit haben, die man dann auf solche Dauerbilder einstellen kann und dann tatsächlich solche Aufnahmen machen kann, um auch gerade so Nachteindrücke aufzugreifen. Und hier sehen Sie, wenn man über ein Gewittergebiet fliegt, natürlich der Blick in die entgegengesetzte Richtung. Man sieht unsere die Milchstraße in einer Deutlichkeit, das ist überwältigend, keine Atmosphäre. Die Sterne funkeln nicht, sondern die sind gestochen scharf. Und man hat Schwierigkeiten, selbst die einfachsten Konstellationen überhaupt zu erkennen. So, ich lasse das jetzt einfach mal zu Ende laufen. Bedanke mich an dieser Stelle schon mal für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Stehen jetzt natürlich gerne noch für Fragen bereit, für das, was noch nicht beantwortet wurde. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch weiterhin ein bisschen die Raumfahrt verfolgen. Das ist jedenfalls ein Thema, was, wie Sie sehen konnten, auch in der Zukunft sehr, sehr interessant bleiben wird und wo uns noch eine Unendlichkeit von neuen Erkenntnissen erwartet. Ihnen für die Zukunft alles Gute und vielen Dank.